League, mein Batarang. Und jetzt müssen wir nur schön langsam hier rein. Verdammt! Erstmal durch den Strom und dann durch den Lüftungsschacht. Komm schon. Ja, geschafft. Und jetzt muss ich es nur noch an den Jawohl! Treffer! Gut, die Tür ist offen. Dann gehen wir wieder nach oben. Auf geht's. Oh. So. Beide Türen. Als erstes hole ich mir mal das Beweismaterial. Und dann den Unterbrecher. Jetzt sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. Gut. Alles klar, dann müssen wir zurück. Durch die Tür kommen wir nicht. Alarmstufe 1. Meldungen über einen Störvorfall in den Gefängniszellen. Notfallprotokolle werden eingeleitet. Verdammt. Ich sollte vielleicht noch rausfinden. Alarmstufe 1. Ach, egal. Ich muss den Aufstand sofort verhindern. Hier entlang. Mist. Ich komme nur mit dem Unterbrecher da durch. Lassen wir uns gehen oder müssen wir uns den Weg freischlagen? Alles klar. Ist ja doch nicht so ein beschissenes Weihnachten. Mist. Das funktioniert nicht. Und das Hacken? Doch. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Jawohl. Abriegelung. Aufgehoben. Ihr wollt es wissen? Gute Idee. Ich muss mir sowieso jetzt mal wieder die Beine vertreten. Na. Na komm schon. Na. Was habt ihr? Was habt ihr drauf, hä? Geht wieder zurück in eure Zellen! Verdammt nochmal! Ja? Meint ihr? Mir kann niemand mehr helfen! Interessant! Na komm! Ah, verdammt! Oh, das war daneben, mein Freund! Boah, shit! Ja. Da, lass das Brotmesser liegen! Na, ja, gute Idee! Jetzt bring ich dich erstmal zur Strecke. Na, ja, lass das liegen. Du tust dir noch weh. Na, oh. Zu langsam. Was? Noch mehr? Das gibt's ja nicht. Jetzt reicht's. Jetzt nehme ich mir mal dieses Glühwürmchen hier vor. Oh je. Jetzt ist vorbei mit deinem Zaubermittel. Jetzt gibt's nämlich ordentlich auf die Fresse erstmal. Oh Mann. Weg mit dem Messer. Weg mit der Stange. Okay. Noch einer. Das gibt's ja nicht. Na, da. Da. Oh. Verdammt, das war gut. Aber meinen Panzer kriegst du nicht so schnell klein. Den habe ich gut verbessert. Da. Vergiss es!
Na, schon wieder hier so ein Messerschwinger. Oh, noch einer. Und zack, und zack, und jetzt gibt's ordentlich auf die Fresse. Ah, Mist. Deinen eigenen Mann ausgeschaltet. Du solltest gucken, wohin du wirfst. Bisschen mehr Zielwasser nehmen. Na, stört mich doch nicht dauernd. Wenn ich mich um den einen kümmern, kann ich mich nicht um den anderen kümmern. Nein, nein, diesmal nicht. Du stellst dich hinten an. Und gute Nacht. Na los, wer will's noch wissen? Du! Weg mit deinem Messer! Wow. Alarmstufe 1. Unser 622 befindet sich bei den Zellen. Aber ich höre auch das... Der Aufstand ist vorbei? Ich brauche eine Einheit da unten zur Bestätigung. Keine Sorge. Ich bin auf eurer Seite. Schau an. Noch ein Beweismaterial von Enigma. Gut. Hier kommen wir nicht durch. Aber da. Sehr schön. Frei. 622 hat die Zellen verlassen. Bleibt auf Alarmbereitschaft. Okay, gib Bescheid. Überweisen wir ihn ins Gotham General. Sofort, sobald er wieder stabil ist. Hier ist jetzt plötzlich offen. Irgendjemand hat die ganzen Polizisten umgebracht. Oh nein, wer ist entkommen? Ich muss herausfinden, wer entkommen ist. An alle Einheiten, meldet eure 20 auf Kanal 3. Wir brauchen genaue Zahlen. Aber als erstes muss ich die Datenbank überprüfen. Gut. Schuss und vorbei. Sehr schön. Nein, falsch. So, der Sequenzer. Und dann hacke ich mich in die Datenbank. Gut. Ganz ruhig. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Hm. Aber du musst das Intranet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Was? Wer kommt jetzt? Mist. Ich muss hier weg. Bevor der ganze Raum vollläuft. Schnell hier durch. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Okay. Sir, ja, Sir! Zentrale! Fledermaus ist 1097! Greifen ein! Nein, nein, nein! Das gibt's! Jetzt reicht's aber! Warum muss ich mich eigentlich immer mit euch rumschlagen? Ich bin auf eurer Seite! Ah, Mist! Ah, ein Schild! Wir sind hierfür ausgebildet! Ja, seid ihr? Na, seid ihr zu schlecht ausgebildet? Ja! Oh oh! Guter Versuch mit deiner Waffe! Nochmal einen, komm! Komm her!
Lass sie fallen! Na los, der nächste. Oh, schon wieder! Reicht's aber! Und nochmal, und nochmal! Dann schnapp ich mir den mit der... Ah, mit der... Oh Mann! Mit dem Schild später! Ah, lass die Waffe liegen! So, jetzt komm her! Weg mit dem Schild! Und gute Nacht! Ah, Mist, noch einer! Ah, komm, steh auf! Ah, wär's besser liegen geblieben. Okay. Durch die Tür. Wieso treffe ich eigentlich nicht mehr? Ach, egal. Okay. Alarmstufe 1. 622 hat den Schießstand verlassen. Statusbericht. Alle Quadranten melden. Ich muss hier weg. Ah, schon wieder ein Schloss. Zeit, das zu knacken. Sicher. Was? So, so. Sicherer Laden. Nicht, Jungs. Okay. Von hier aus komme ich wahrscheinlich aufs Dach. Ich will Ihnen nicht wehtun, aber Sie müssen aus dem Weg bleiben. Aber niemals. Ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gottes Respekt verdient. Das war mir ehrlich. Raus aus der Schussbahn! Nicht schießen! Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Richter Gott, ich mach ihn halt! Wie ich entkommen kann! Ihr solltet lernen zu schießen! Dann trefft ihr auch besser! Ich dachte, ich hätte euch da unten am Schießstand schon gesehen. Ach, das hat wohl nichts geholfen, ne? Mehr Zielwasser trinken, dann trefft ihr auch besser! So. Das war's. Jetzt steigern wir uns erstmal. So, und wir schauen mal. Haben wir hier irgendwas freigeschalten? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier irgendwas freigeschalten? Ja, was ist das denn? Unterbrecher. Ah, okay. Was ist das? Ah, das ist noch gesperrt. Okay, dann kaufen wir das. Was ist das? Die Unterbrecher-Lautsprecher. Ja, okay. Nichts wie raus hier. Sir, ich habe einen Gully in der Nähe auf Ihrer Karte markiert. Er führt Sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Alfred. Und, Sir, versuchen Sie doch dem Dreck fern zu bleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Okay. Hallo? Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich nicht in deinen Funk einhacke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeug und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. So, so, das hört sich nach dem Pinguin an. Okay. Schau an. Ein Funkturm. Den könnte ich natürlich noch einnehmen.
Und das hier könnte ich auch mal gleich einsammeln. Bestimmt, wenn ich mit dem Unterbrecher drauf schieße, tut sich da was. Generator. Keine Chance. Klappt wohl doch nicht damit. Okay, mal schauen, wie viele haben wir denn da? Wieder eine ganze Menge. Haben wir diesen Turm nicht schon geholt? Nein, nicht wirklich. Gut, dann holen wir ihn uns. Hi! Ja, genau, das seid ihr! Verdammte Halunken, müsst ihr hier überall rumstreunern? Das gibt's doch nicht! Immer muss ich jedes Dach von euch säubern! Dieser... dieser Funkturm muss erstmal gesäubert werden von den Ratten! Schäbigen... Wow! Mal langsam mit deinem Schläger! Weg mit dir! Und mit dir und mit dir und dann noch nicht mit dir! Weil so schön war, du auch und du... Und du? Komm schon, wer will, wer hat noch nicht? Ja, natürlich, das hat dein Kumpel vorher auch gesagt. Aber mal verloren. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende. Das werden wir sehen, Enigma. Ich komm da rein. Von dieser Seite vielleicht. Moment. Es muss einen Grund geben. Schau an. Ich habe ihn rausgefunden. Von dieser Seite komme ich rein. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Einsicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Naja. Ist gut. Du solltest lieber aufgeben. Okay. So, und... Boom. Drinne. Funkturm sendet bald nicht mehr deine Signale. Und ich kann mit meinem Batwing hierher fliegen. Wie langweilig. Streck dich doch nächstes Mal etwas an. Okay. So weit, so gut. Da ist es. Tag ein, Tür aus. Sie können dir einfach nicht widerstehen. Gut. Aufgehalten. Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Gut. Der Funkturm ist deaktiviert. Ich muss bestimmt nicht auf dem gleichen Weg zurück. Da ist eine Tür. Dachte ich's mir. Okay.
Hier also. Auf geht's in die Kanalisation. Barbara kann ich auch später helfen. Ich muss aber vom Dach runter. Abwärts. Hier bin ich richtig.